wir können natürlich nicht benutzen. Wir werden wahrscheinlich bald mal eine Fertigkeit skillen. Und ich werde jetzt einfach mal das hier benutzen, dass wir hier nicht so viele Tränke benutzen. Ich weiß gar nicht, ob man sich Fleisch oder sowas zum Beispiel extra auf irgendwie eine Skill-Leiste legen kann. Ich mache mal hier F5. Ne, geht nicht. Schade. Was hätte ich gesagt, könnten wir uns vielleicht irgendwie hier Fleisch oder sowas? Oder geht das vielleicht so? Ne. Das ist zum ersten Mal, dass ich das ausprobiere. Dass man vielleicht eben leicht irgendwie Fleisch essen kann. Oh, hier ist einiges. Oh, Metallring. Einfaches Amulett. Das waren bestimmt diese Räuber, die da... Aber warum haben die da das Zeug nicht mitgenommen? Ja, wir nehmen auch den Spaten mit. Da ist schon wieder ein Hund. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben auch gespeichert, aber... Ah, komm schon. Ah, komm, wir nehmen jetzt mal das Fleisch von den Hunden mit, um das Ei von uns rein zu snacken. Ich bin gesättigt. Na dann, sei mal gesättigt. Was haben wir jetzt eigentlich alles Schönes bekommen hier? Ich habe gerade eine Spitzhacke in der Hand genommen, aber das bleibt von den Grundrissen her gleich. Man sieht hier, bleibt gleich. Naja, Metallring und das war's auch schon. Ich muss dann aber trotzdem mal eine ganz kleine Aufnahmepause machen, eine ganz, ganz kleine. Ich muss mal kurz auf Toilette. Aber wir machen auf jeden Fall, nehmen wir noch weiter auf. Gold. So, da haben wir wieder richtig viel aufgedeckt. Und sind wie gesagt auch gleich Level ab. Komm jetzt hier. Mann, kann ich jetzt wenigstens wieder Fleisch essen? Tränke haben wir noch. Wir haben noch 3 Tränke. Ach nein. Ah, na gut, dann machen wir mal den hier. Und den hier. Weil wir können nicht so viele Tränke mal benutzen. Wir sind hier... Ah, wir sind eher am Friedhof, glaube ich. Ja, wir sind am Friedhof. An einem bestimmten Friedhof, den wir auf jeden Fall noch näher erkunden werden. Wenn die Zeit gekommen ist. So, ich denke mal, ich mache jetzt noch ein bisschen Level ab und dann werde ich auch mal eine kurze Aufnahmepause machen, wollte ich mal kurz auf Toilette gehen. So, die Frage ist jetzt, wo können wir denn mal schnell noch ein paar Gegner hersuchen? Da oben. Machen wir natürlich. Obwohl, wie lange nehme ich jetzt schon auf? Na, eigentlich reicht es von der Aufnahme her. Ich mache das jetzt so. Wir machen jetzt wirklich das Level ab. Da reicht es erstmal mit der Aufnahme erstmal. Da überlege ich mir lieber nochmal, ob ich irgendwie noch mit Witcher und Heroes noch mit. Oder eben jetzt in der nächsten Zeit erstmal rendern. Bis morgen. Und dann morgen das aufnehmen. Herrlich! Und wir haben Level ab. Perfekt. Wir machen das diesmal alles auf Stärke, also ja wie gesagt noch 5 und das nächste Mal auch, dass wir endlich unsere, und wir dürfen diesmal 2 mal auswählen. Elfische Ausdauer haben wir, Taschendiebstahl brauchen wir nicht, Schlösser öffnen auf jeden Fall eigentlich schon, aber ich würde schon eher erstmal wieder hier auf Axtkampf auf jeden Fall machen. Wie wunderbar. Ja, tut mir leid, ich mache jetzt erstmal Axtkampf komplett hoch. Wie ihr seht, wir müssen hier wirklich noch sehr viel machen. Und da treffen wir auf jeden Fall auch gleich viel mehr.
Aber wie man schon sieht, wir müssen hier auf jeden Fall noch 5 Punkte dazu bekommen. Die Konstitution muss auf jeden Fall hoch, weil die Gewandtheit, das ist zwar auch sehr interessant, aber nur um bestimmte Gegenstände irgendwie tragen zu können, braucht man nicht wirklich Intelligenz, überhaupt nicht. Aber diese Konstitution ist schon sehr interessant, weil wie gesagt zur Lebenskraft und zur Ausdauer, die Ausdauer interessiert uns null, aber zur Lebenskraft, die Lebenskraft, die wir überhaupt haben, interessiert uns schon sehr viel. Die brauchen wir einfach. Deswegen, wenn wir dann irgendwann mal eine bestimmte Stärke erreicht haben, vielleicht 100, würde ich dann bei Gewandtheit, die wir dann vielleicht auf 60, 70 haben und Konstitution auf 40, kontinuierlich, wenn wir Stärke 100 haben, eben kontinuierlich eben Gewandtheit und Konstitution weitermachen. Wir brauchen das wirklich. Wir haben 7545 Gold. Und Giftresistenz und Geistresistenz ist erstmal für uns total unrelevant. Was wir dann auf jeden Fall sehr viel brauchen, ist Feuer. Aber auch ganz, ganz viel später als allererstes auf jeden Fall die Blitzresistenz, weil wir dann nachher irgendwann auf bestimmte Echsen stoßen werden, später. Die Blitzresistenz, also wirklich auf uns Blitze werfen mit irgendwie bestimmten Waffen. Giftresistenz. Ja, kann man immer gebrauchen. Geistesresistenz auch, weil es eben Haufen Geister gibt. Diese Feuerresistenz, wie gesagt, die wird erst später in dem Spiel irgendwie sehr, dass wir da wirklich eben was brauchen. Und würden daher auch wirklich eben Ringe und sowas eben auch sammeln. Verteidigung 29. Ist nicht viel. Wir können mal kurz aus Spaß, dass man wirklich eben, ich will das Let's Play ja nicht irgendwie in die Länge treiben, aber wir können mal ganz kurz nochmal durchlesen, ob es vielleicht irgendwie Neuerungen gibt. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr könnt euch in schwierigen Situationen auf euch selbst verlassen und eure Feinde sollten auf der Hut sein. Wenn ihr jedoch eure Kräfte überschätzt, werdet ihr wohl als Futter für die Raben enden. So, sagt er uns, gell. Bei der Stärke sagt er uns auch wiederum, ihr besitzt ein wenig mehr Kraft als die meisten Menschen. Wenn ihr auch als Krieger tauchen mögt, so ist es doch ein gewagter Berufsauswahl. Ist neu. So, Gewandtheit ist immer noch Porzellanläden, sollen wir meiden. Intelligenz, ganz Hammer. Aber ich find's immer cool, diese Geschreiber. Nun ja, immerhin seht ihr gut aus und habt ein freundliches Wesen. Doch das Lesen bereitet euch große Mühe. Und wenn ihr länger als eine Minute nachdenkt, schmerzt euch der Kopf. Ja, das finde ich immer wirklich so, diese Geschreibe noch mit unter diesen ganzen Konstitutionen, diesen ganzen Charakter. Wir haben Hammer. So, Konstitutionen haben wir ja auch mehr. Schon ein wenig Treppensteigen bringt euch außer Atem. Ihr sollt wirklich mehr tun, um euch in Form zu halten. Wenn ihr so weitermacht, sterbt ihr noch von vor eurem 30. Lebensjahr an Herzschlag. Ja, das hatten wir schon. Lebenskraft. Ja, das hatten wir auch schon. Ja, hatten wir auch schon. Ihr seid besonders anfällig für Vergiftungen. Meidet verdorbene Speisen und zieht nicht den Zorn von Adligen auf euch, indem ihr auf auffällige Ringe mit Klappen tragt. Ihr seid geistig und nicht sonderlich gefestigt. Einfach gesagt, zum Priester oder Geisterjäger taugt ihr nicht. Ja, schön, dass ihr das mir sagt. Und ich würde dann hiermit erstmal einen Cut machen. Ich werde jetzt auch mal schon mal für mich als Zukunftsrasiel werde ich mir schon mal sagen, ich muss unbedingt als nächstes ins Haus des Zwergenbruders, also diesen Zandalo finden, den wir ja, wie schon gesagt, nicht finden werden, sondern diesen zweiten gezeichneten. Das wird auf jeden Fall meine nächste Mission auf jeden Fall erstmal sein. Nun gut, dann würde ich sagen, muss ich wieder einen Trank benutzen. Und Tränke kaufen. Plus Rüstung, plus neue Waffe. Wir werden das schon sehen. Ich habe das jetzt erstmal alles gesagt. Das werde ich mir auf jeden Fall dann bei der nächsten Aufnahme auf jeden Fall nochmal angucken.
Und bis dahin sage ich auf jeden Fall erstmal Tschüss und viel Spaß beim Let's Play schauen. Euer Rassel-LP. Danke!